Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu einem weiteren Video zu Battlefield 5. Und wie bereits im letzten Video versprochen, werden wir uns heute mit dem Thema Sound beschäftigen. Damit ihr auch besser versteht, was ich meine mit diesem ganzen Thema Sound und wie das alles funktioniert und so weiter, habe ich überlegt, diese Szenen, die ich als Beispiel herausgenommen habe, so ein bisschen lauter darzustellen, dass sie dann so ein bisschen lauter zu hören sind und ihr dann hoffentlich auch die Footsteps in diesen Beispielszenen dann hören könnt. Falls nicht, denkt euch einfach, dass man da Footsteps hört. Oder von mir aus könnt ihr mich auch als Hacker abschnempeln, was weiß ich. Nein, Quatsch, ich hacke natürlich nicht. Das ist alles der Sound und ich hoffe, ihr werdet da auf jeden Fall etwas mitnehmen können. Und ich glaube, man braucht sogar nicht mal diese typischen 3D-Kopfhörer, mit denen man so 7.1 virtuellen Sound um sich herum generieren kann, dass man genau weiß, so aha, genau aus Winkel XY kommt jetzt der Gegner. Ich glaube, das ist gar nicht notwendig, um das so ein bisschen nachvollziehen zu können. Boah, Freunde, dass ich da nicht mehr Leute weggeholt habe, ne, das ist so ärgerlich, ohne Scheiß, ne. Ich habe verkackt, meine blöde Waffe nachzuladen und dann habe ich mit der Pistole da drauf gehalten und ich habe nichts erwischt danach noch, ne. Boah, da kriege ich ja echt die Krise, ey, das ist ja echt unglaublich. Surprise, Motherfucker! Aber aufgepasst, jetzt wird es auf jeden Fall spannend, denn jetzt kommt die Szene, die ich meine. Ich hoffe, ihr habt die Footsteps an der Stelle gehört, die alle so ein bisschen ums Haus herum gingen auch. Und dementsprechend konnte man ja schon feststellen, okay, irgendwie da sind so Gegner um das Haus, in dem ich mich gerade befinde, herum. Und dementsprechend konnte man natürlich absehen, okay, durch diese Tür da vorne muss halt irgendwie demnächst einer durchkommen. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da einer durchkommt, der einfach mal irgendwie da durchlaufen will oder am Fenster irgendwas checken will, ob da irgendwo ein Gegner ist. I will look for you. I will find you. And I will kill you. It's only a game. Why you have to be mad? Natürlich muss ich an der Stelle sagen, ich habe halt verkackt, ne? Ich habe den Typen nicht erwischt. Der kam dann mit dem Flammenwerfer rein. Das war jetzt natürlich nichts, wo ich hätte sagen können, ah, das kann ich ja vorhersehen. Es sei denn, ich wäre natürlich so ein Hackerman, ne? Aber wie gesagt, Sound funktioniert leider nur teilweise in diesem Spiel. Und ja, deswegen muss man halt immer so ein bisschen improvisieren und hoffen, dass man halt dadurch, dass man weiß, dass jemand kommt, den Vorteil hat und versuchen irgendwie schneller zu reagieren als der jeweils andere, der dann euer Gegner ist. Vielleicht an der Stelle hier nochmal ein kleiner Verweis an ein Video, was ich schon mal gepostet habe, und zwar nochmal über das, wie man besser Gunfights gewinnt gegen andere Spieler, indem man sein Aim benutzt, beziehungsweise sein Aim benutzt. Was laber ich da für einen Quatsch? Natürlich benutzt man sein Aim. Ich meine natürlich, indem man seine Umgebung nutzt. An der Stelle gerade eben, ich hoffe, ihr könnt da gleich nochmal zurückspringen, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Da war halt wieder so ein Stein, da kam ein Gegner und dann habe ich erstmal ein bisschen auf den geballert, habe mich hinter dem Stein versteckt, habe gemerkt, okay, der rotzt sein ganzes Magazin in den Stein. Und hab halt gewartet, bis er fertig ist, ne, der muss nachladen und dann habe ich mir gedacht, okay, ich komme wieder hervor und zack, kannst du den halt mitnehmen, so. Das ist halt nochmal so ein Beispiel für diese Aiming-Geschichte und diese Nutz-deine-Umgebung-Geschichte. Ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall auch geholfen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir auf jeden Fall weiter, ich habe genug drumherum gequatscht hier wieder. So, an der Stelle vielleicht nochmal ein bisschen was Technisches zum ganzen Thema Sound. Viele Leute benutzen wahrscheinlich auch den Stereo-Sound. Und Stereo, wenn ich das richtig verstanden habe, bedeutet nichts anderes, als dass der Sound aus mehr als einer Richtung kommt. Das heißt, es könnte zum Beispiel von links und rechts kommen oder von vorne und hinten, glaube ich zumindest. Ich will jetzt nichts Falsches sagen an der Stelle. Auf jeden Fall ist das halt kein Surround-Sound, so in dem Sinne, soweit ich weiß. Aber selbst da macht das eigentlich keinen Unterschied, so in dem Sinne, weil wenn ein Gegner von rechts kommt, kommt er halt von rechts. Wenn er von links kommt, kommt er von links. So, und ich glaube, selbst mit Stereo könnte man das feststellen. Das heißt, ihr könnt halt einfach schauen, aus welcher Richtung ungefähr kommt das Geräusch von eurem Headset, Mikrofon hätte ich fast gesagt, von eurem Headset bzw. eurem Kopfhörern. Und dementsprechend könnt ihr ja dann auch einfach reagieren, okay, ihr wisst, der Gegner kommt jetzt immer näher von der rechten Position her, könntet eventuell nochmal einen Blick auf die Karte unten links werfen, denn eventuell wurde der Gegner ja vorher sogar gespottet. Hello, darkness, my old friend.
Habt ihr dann den Blick auf die Minimap geworfen und seht, dass der Gegner sogar gespottet wurde, wird er ja auf der Minimap als rautenförmiges Symbol angezeigt in Rot. Und dann könnt ihr eventuell sogar sehen, in welche Richtung der sich gerade befindet, beziehungsweise in welche Richtung er gerade laufen will. Und dementsprechend könnt ihr auch dann wieder kombinieren und sagen, ah, okay, der läuft dann gleich wahrscheinlich irgendwie um mein Haus herum und will dann von der hinteren Seite rein oder von vorne. Müsst ihr dann halt schauen. Aber wichtig ist halt, dass ihr so ein bisschen Map-Awareness mitbringt in dieses Spiel. Zusätzlich zum Sound natürlich und zu dem Aiming und dem Gelände, was man halt alles so mitnimmt an Tipps. Und ja, dementsprechend könnt ihr das alles richtig gut kombinieren und dann mit einer viel besseren Wahrnehmung ins Spiel gehen und habt dann einen viel besseren Blick dafür, was gerade auf dem Schlachtfeld passiert und wie ihr da am besten drauf reagieren könnt. Wie ihr das auch gerade hier in den Szenen auf Hamada sehen könnt, kann man sogar Rauchgranaten benutzen, um das ganze Gameplay dabei zu manipulieren und den Sound dabei zu benutzen. Ich habe eine Handgranate für Sie. Und das meine ich mit Sound, Freunde. So, der erste Typ, den ich gerade eben da mit dem Sturmgewehr weggeholt habe, da habe ich halt zwei, drei Footsteps von ihm gehört, habe direkt nach rechts geguckt, zack, da war einer. Ich war mir nicht 100% sicher, habe geguckt, habe den gesehen, okay, tot. Und der letzte MG-Kill, da kam der irgendwie angelaufen, meinte irgendwie so, Ziel erledigt oder so. Zack, kam das direkt auf dem rechten Kopfhörer an, direkt umgedreht, zack, haben wir den auch noch mitgenommen. Und so, das ist halt genau das, was ich mit Sound meine. Und das ist dann Next Level, Freunde. Wenn man es schafft, die Gegner zu umlaufen bis hinter die feindlichen Linien und es dann so hinbekommt, dass die ganzen Scharfschützen nichts ahnend da stehen und vom Nahkampf auseinandergenommen werden. Das ist natürlich das geilste Gefühl, wenn man das erreicht hat. Das funktioniert natürlich nicht auf jeder Map und in jeder Situation. Man muss es halt einfach ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das was genützt hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer auf dem Schlachtfeld. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.